Dies ist ein weiteres Video zum Thema trigonometrische Funktionen und hier geht es nochmal um die Kurvendiskussion, nachdem im ersten Teil hierzu ich kurz erläutert habe, wie sich auch hier diese Standard-Sinusfunktion, die ich hier nochmal eingezeichnet habe, die verschiedenen Parameter auswirken, also der Y-Achsenabschnitt, die Periodenlänge, die Amplitude und die Phasenverschiebung. Und hier geht es jetzt tatsächlich darum, Nullstellen und Extrema anzugeben. Erstmal zu den Nullstellen hier. Bei der normalen Sinusfunktion kann ich das hier direkt ablesen. Und zwar sind die Nullstellen immer, fängt bei 0 an und gehen, sind immer um Pi hier auseinander. Also wenn ich die Nullstellen jetzt so mit Pünktchen angebe, dann ist es also Nullstellen, die ist bei Pi, dann bei 0, bei Pi, 2 Pi und so weiter. Kann ich hier endlos fortführen in positive und in negative Richtung. Also kann ich sagen, k mal Pi. Und k ist irgendwie eine ganze Zahl, also positiv oder negativ. Und wenn ich jetzt hier die Amplitude ändern würde, dann würde die Funktion zwar hier höher ausschlagen oder auch niedriger, aber die Nullstellen würden beibehalten bleiben. Was passiert aber, wenn ich hier hinten eine Phasenverschiebung habe um minus Pi halbe? Ich mache das am liebsten so, dass ich die Funktionen einmal kurz skizziere und gucke, was sich ändert, um dann hier diese Nullstellen angeben zu können. Also das hier wären die Nullstellen bei Sinus. Und ich möchte sie jetzt von Sinus x minus Pi halbe. Da ich weiß, dass es hier eine Phasenverschiebung ist, gehe ich mal davon aus, dass die Abstände hier natürlich gleich bleiben, immer Pi, aber dass ich hier einen anderen Startpunkt habe. Kurz einmal zeichnen. Da ich minus Pi halbe verschiebe, muss ich im Prinzip hier in positive Richtung gehen. Das heißt, meine verschobene Funktion sehe dann so aus. So ungefähr. Und jetzt kann ich hier meine Nullstellen ablesen. Die fangen nämlich hier bei Pi halbe an und sind dann auch wieder immer um Pi auseinander. Also Pi halbe plus Pi macht 3 halbe Pi. Pi halbe plus 2 Pi macht 5 halbe Pi und so weiter. Also habe ich Pi halbe plus k mal Pi und k wieder aus den ganzen Zahlen. Das heißt, ich habe hier diese Verschiebung, die ja auch hier deutlich wird, die sich auf die Lage meiner Nullstellen auswirkt. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich statt einer Phasenverschiebung eine Änderung der Periodenlänge habe? Ich kann wieder die Nullstellen für Sinus x angeben, wie eben auch. So, wie sieht das jetzt aber aus, wenn ich die Periodenlänge verändere? Dann ist der Abstand nicht mehr um Pi, sondern der verändert sich ja entsprechend der Periodenlänge. Ich mache das wieder so, dass ich die Funktion einmal zeichne. Bei 2x habe ich praktisch die halbe Periodenlänge. Die Frequenz verdoppelt sich also. Meine Funktion sieht folgendermaßen aus. So ungefähr. Und ich kann jetzt wieder meine Nullstellen ablesen. Die fangen genau wie vorher auch bei 0 an, aber der Abstand ist jetzt jeweils Pi halbe und so weiter. Das heißt, ich habe k mal Pi halbe allgemein, wenn ich die Nullstellen angeben möchte. Gut, das Ganze kann ich jetzt natürlich auch für die Extremstellen machen. Wenn ich jetzt also meine Extrema bestimmen möchte für meine neue Funktion, dann gucke ich, wo die jetzt liegen. Hier fange ich bei 0 an und gehe dann jeweils wieder um Pi weiter. Also genau wie bei der normalen Sinusfunktion liegen die Extremstellen auch um Pi auseinander. Aber es fängt halt bei 0 an und nicht hier erst bei Pi halbe. Und so weiter. Das heißt, ich habe auch hier k mal Pi, wenn ich die allgemein angeben möchte. Also auch hier die Extreme einmal betrachtet. Jetzt bei meiner Funktion mit der halben Periodenlänge hier bei der schwarzen, da habe ich die Extrema hier bei Pi Viertel das erste und die Extrema liegen jetzt immer um Pi halbe auseinander. Genau wie bei den Nullstellen, die sich ja auch, der Abstand hat sich verändert, hat sich natürlich auch der Abstand der Extrema verändert. Und wichtig ist auch wieder hier den Anfangswert anzugeben, das wäre Pi Viertel. Und jetzt jeweils um Pi halbe praktisch dazu. Also habe ich auch hier 3 Viertel Pi und so weiter.
Hab also Pi Viertel plus K mal Pi halbe. Also Startwert hier bei Pi Viertel und jetzt immer um Pi halbe auseinander. Gut, ich hoffe, es ist klar geworden, wie man einfach und schnell auf die Lage der Nullstellen und der Extrema kommen kann, auch bei phasenverschobenen Funktionen und Funktionen mit veränderter Periodenlänge. Wie gesagt, ich würde das immer übers Zeichnen machen, aber ihr könnt natürlich, wenn ihr gute Vorstellungskraft habt, das hier auch direkt aus dem Funktionsterm ablesen. Gut, zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigen Informationen auch verstanden habt.